Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil, in welchem es um die Reiseabschnitte von Hamburg nach A Coruña und von A Coruña nach Gran Canaria geht. Die erste Etappe ging von Hamburg nach A Coruña in Spanien. Die 1047 Seemeilen bzw. 1939 Kilometer erstreckten sich über zwei Seetage. Direkt am ersten Seetag wurden wir von einer stürmischen See begrüßt. Wellen bis ca. 6 Meter Höhe ließen das Schiff ganz ordentlich schaukeln und zwangen einige Kreuzfahrer dazu, diesen in ihrer Kabine zu verbringen. Für alle, welche sich davon unbeeindruckt zeigten und sich im Vorfeld der Reise bereits in Gruppen organisiert hatten, fanden an beiden ersten Seetagen mehrere Fantreffen in der Anytime Bar statt, bei denen die Fans durch die Offiziere begrüßt wurden. Gemeinsam auf den Weg macht, gemeinsam Dinge genießt, denn dort geteiltes Glück ist doppeltes Glück oder doppelte Freude, ganz wie man es möchte. Und deswegen habt eine tolle Reise, egal ob es bis Chile geht, bis Sydney, bis Mauritius oder wieder bis Hamburg. Wir sind stolz und froh, euch an Bord zu haben. Zum Wohl! Nach der Begrüßung bot sich dann natürlich noch die Möglichkeit, sich in Person näher kennenzulernen und so schon mal erste Kontakte für die gerade erst gestartete Weltreise zu knüpfen. An den ersten Tagen waren auch die AIDA Gourmet-Paten zu Gast an Bord. Und so kam es, dass wir den Kochworkshop mit Stefan Marquardt besucht haben. Dabei ging es unter anderem um die schonende Zubereitung durch Garen von Gemüse. Die zubereiteten Speisen konnten dann auch direkt verköstigt werden. Wer Knoblauch mag, macht Knoblauch dran. Wir haben keinen Knoblauch mehr abgeben. Nur noch die geschälten oder Knoblauchöl. Okay? Dann. So fängt Knopf an. Jetzt machen wir Finalisierung. Wir machen meine Baby. Nach zwei kurzweiligen Seetagen hieß es dann für uns auch schon Land in Sicht. Der Besuch des ersten Hafens dieser Reise stand an. Im Hafen angekommen, ging es für uns dann mit einem über AIDA gebuchten Ausflug in Richtung Santiago de Compostela.
Mit dem Bus am Zielort angelangt, erwartete uns eine ca. 4 Kilometer lange Wanderung auf dem Jakobsweg. Die Region ist mitunter die regenreichste in Spanien mit über 150 Regentagen im Jahr. Wir hatten jedoch Glück und konnten unsere Wanderung trockenen Fußes starten. Nach knapp der Hälfte des Weges konnten wir einen ersten Blick unseres Ziels erhaschen, die Kathedrale in Santiago de Compostela. An der Kathedrale angekommen, konnten wir einige Pilger auf dem Vorplatz sehen, welche ihre Ankunft feierten. Wir nutzten die nun für uns zur Verfügung stehende freie Zeit, um die Kathedrale auch im Inneren zu besichtigen. Neben der Bekanntheit als Pilgerziel ist die Kathedrale auch wegen ihres Weihrauchkessels bekannt. Der 53 Kilogramm schwere und 1,50 Meter hohe Weihrauchkessel wird von der zentralen Kuppel der Kathedrale aus bewegt. Der Kessel hängt in 20 Meter Höhe und erreicht im Flug eine Geschwindigkeit von 68 km pro Stunde. Nach einem Kurzbesuch der Grabstätte des Apostels Jakobus, welche übrigens 1982 vom Papst Johannes Paul II. Als erster Pilger der Papst besucht wurde, ging es für uns wieder zurück aufs Schiff, denn das Auslaufen aus dem Hafen stand an. Nachdem auch die letzten Ausflügler wieder zum Schiff zurückgefunden hatten, hieß es leinenlos in Richtung Gran Canaria. Dies war vermutlich für die nächste Zeit der letzte Hafen, bei dem wir beim Auslaufen eine Jacke benötigt hatten. Auf geht's zu unserem nächsten Ziel, Gran Canaria. Für die Strecke von 888 Seemeilen bzw. 1645 Kilometer sind wieder 2 Tage auf See veranschlagt. Am 31. Oktober ist bekanntlich Halloween. Das ganze Schiff war entsprechend geschmückt. Auch die Primetime, die anschließende Show und die Party in der Anytime präsentierten sich entsprechend.
nächsten Seetag gab es ein für AIDA relativ neues Unterhaltungsprogramm, Klassik auf dem Meer. Dafür waren die Kölner Symphoniker zu Besuch. Uns hat die Show sehr gut gefallen, auch wenn es nicht unsere Musik ist. Da dies auch das Publikum so sah, gab es zum Abschluss noch eine kleine Zugabe, die jedem bekannt sein sollte. Gran Canaria angekommen, konnten wir nun endlich kurze Klamotten anziehen. Da wir Gran Canaria in der Vergangenheit schon sehr oft besucht hatten und die ganze Insel schon erkundet haben, schlenderten wir etwas durch die Fußgängerzone und den angrenzenden Stadtstrand. Da wir nun ein kleines Hüngerchen verspürt hatten, kehrten wir über Mittag noch in eine lokale Tapas-Bar ein und genossen das landestypische Essen und Trinken. Vorbei am Santa Catalina Park machten wir uns dann wieder zurück auf den Weg zum Schiff, denn bald sollte es wieder heißen, Leinen los zum nächsten Hafen. So haben wir Gran Canaria hinter uns gelassen und auf dem Pooldeck die erste Poolparty dieser Reise gefeiert.
just don't bother. I know this all just makes me sound ancient, but sons and daughters, that shit was amazing. Can we take it back to 95? Das war's mit diesem Teil über unsere Weltreise. Im nächsten Teil verlassen wir Europa und laufen im Hafen auf den Kapverden ein und machen uns im Anschluss auf den Weg nach Brasilien auf der südlichen Halbkugel. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Bis dann, ahoi, euer Gruß Micha.